Jo, meine lieben Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind gerade voll am Eskalieren hier am Hof. Also so viel. 5. Zack. Wir müssen hier wirklich mal alles verkaufen. Den ganzen Mist hier. So, die letzte Saat, also die Herbstsaat, die packen wir noch hier hin. Dann schauen wir noch, dass wir zum Strand rüberwatscheln. Denn vielleicht ist ja heute die wunderschöne Muschel nämlich da. Lol. Die wunderschöne Muschel da. Das letzte Mal ist ja auch dieser Stein eingeschlagen. Das ist sehr interessant, da haben wir in der Nacht ein Geräusch gehört. Dann ist dieses Teil vom Himmel gefallen. Komplett am Eskalieren. So, schauen wir mal. Hoffentlich finden wir eine Regenbogenmuschel. Wir waren heute noch nicht hier, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nee, wir waren noch nicht hier. Komm schon. Hier ist wirklich gar nichts, aber... Aber... Was wird es wohl sein? Es ist natürlich eine Sardelle. Rufe Calls einfach. Sind noch Würmer. Einfach zu gut, der Boy. Einfach viel zu gut. So. Palmenfossil haben wir auch noch nicht gefunden. Das können wir Günther dann geben morgen. Alter, wir finden halt wirklich eh alles so unglaublich schnell. Sind wir halt wirklich bald fertig mit dem Museum, wenn es so weitergeht. Können ja hier noch kurz gucken im Fluss. Was wir hier so finden. Sieht mir auch ziemlich hart nach Sardelle aus. Ne, Schwarzbarsch. Ein Schwarzbarsch. Ja, also man sieht auf jeden Fall schon so im Vergleich zum Frühling und zum Sommer, jetzt sind wir ultra fett aufgestellt, also... Was wir jetzt am Hof haben, Alter, wenn das alles fertig ist, dann geht's richtig ab. Dann geht aber sowas von die Post ab. Jetzt müssen wir auch noch mal kurz ins Hofbuch gucken. Weil ich will sehen, wie es mit diesen Geistern aussieht. So Schwarzbarsch. Eine Brasse brauchen wir. Die brauchen wir für die Unimos, das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. So. Noch eine Brasse. Okay. Zeit vergeht halt so schnell in dem Spiel. Also, nicht nur die Zeit im Spiel, auch die echte Zeit. Da merkt man halt einfach, was man für einen Spaß hat, das Game zu zocken. Also, es ist wirklich einfach saugeschmeidig. Ich kann es nur weiterempfehlen, Leute. Probiert es einfach mal selbst aus.
Das ist einfach nur Hammer. Ist wirklich nur Hammer. So, wo ist an der Stelle? Hier ist wieder eine Wildpflaume, die haben wir schon. Da auch wieder. Sind überall Wildpflaumen scheinbar. Liefern aber nicht so viel Zeug. Okay, so. Zack, 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 zack. Eine können wir verkaufen. Ist auch schon fertig. Das ganze Eingelegte, das haben wir ja hier. Haben wir extra Kisten gemacht. Alter, es läuft! Es läuft einfach wie am Schnürchen. So, Kaffeebohnen könnten wir noch ansetzen. Stimmt, da war was. Da. Ah, die. Nee, die kann man nur im Sommer ansetzen. Ich vergesse es immer. Der. Der mit. Naja, ab ins Bett. Wir haben genug herumgewuselt. Hi, Mietz. Jeppa. So. Bald wird das Geld halt einfach bis ins Unendliche springen. Das sage ich euch, Leute. Alter, die Auberginen sind schon fertig. Die sind einfach schon fertig. Geil. Preiselbeeren scheinbar bald auch. Ja, es ist ein bisschen was. Da, das ist ein bisschen was. Drin sind noch keine Auberginen. Nö. So, wir brauchen eine Oberschiene für das da und hier nicht, okay. Nee, gar nichts. Granatapfel brauchen wir sogar zweimal. Mal einmal hier, okay. Äpfel. Nautilus-Muschel. 25.000, 10.000. Das könnten wir tatsächlich jetzt bald hinbekommen. Okay. Super gut. Super, 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 super gut. Klatsche ich mal hier nochmal die Stämme weg. Können uns, glaube ich, jetzt keinen Stall machen lassen von Robin, weil wir einfach viel zu wenig Holz haben. Viel zu wenig. Also wirklich viel zu wenig. Mahagoni-Samen. Okay. Wieder ein Mahagoni-Baum. Ich glaube, den können wir hier einpflanzen. No. Ich glaube, das ist kaputt hier. So, alles andere sieht derweil ganz gut aus. Wir können, glaube ich, ein paar eingelegte Auberginen machen. Maschine.
So, zack, zack, zack. Das heißt, wir brauchen literally nur eine Aubergine. Den Rest können wir alles verkaufen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich. Wie machen wir das? Macht einen Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu heften. Funktioniert am besten bei langsam schwachen Fischen. Okay. Zweihundert Energie und 90 Gesundheit. Sind ja ein verlockender Spektakel für Fische, erhöht die Beißrate von Fischen, vergrößert die Fischleiste etwas. Ich würde eher den Haken hier mal machen. Hört sich sehr verlockend an. Jetzt klatschen wir alles rein und. Warte. Ja, okay. 55 kann man, glaube ich, verkaufen. Hier auch die Hälfte. Hier auch die Hälfte. Alter, das wird es Geld geben. So, das heißt, jetzt geben wir den Unimos. Das müssen wir Günther geben. Ja, ansonsten. Die Preiselbeeren sind auch bald fertig. Also auf die freue ich mich schon extrem, weil die sind, glaube ich, sehr, sehr ergiebig. Ja, gut. Checken wir wieder ein bisschen die Lage. Wildpflaume, Stadt. So, Belohnung? Nö. Schade. Ich bin gespannt, was es noch alles gibt. Wir müssen außerdem unseren Boy mal besuchen. Er scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Ja. Das ist ziemlich nett von dir, danke. Ja. Ich bin halt ein netter Boy. Ich bin halt ein super netter Boy. So, Alex chillt hier rum. Grüß dich, Alex. Du kannst zu dieser Jahreszeit Lachs im Fluss finden. Zumindest habe ich das gehört. Okay. Im Fluss findet man den, okay. Feuerpark. Okay, Feuerquarz. Hört sich easy an. 300 G ist nicht wenig, also ja. Versuchen wir's. Wieder runter zum Strand. Ich weiß, das ist immer so eine Prozedur. Also wir klappern hier unseren Weg immer wieder ab. Das ist so, so funktioniert es aber hier in dem Spiel. Eine Muschel. Heute ist einfach mal gar nichts da. Okay. Du mich auch spielst? Ich glaube, haben wir Willi nicht mal so eine Muschel verkauft? Also das wäre jetzt. Das wäre jetzt ein Wahnsinn, wenn der noch die Wurschel hätte. Willi! Oh Gott. Oh, das hat er gar nicht da. Okay. Verstehe. Schauen wir mal, was wir mit unserem neuen Haken machen können. Ich probiere es einfach mal aus. Brauche halt gar nichts machen. Ich brauche halt literally nichts machen. Es geht einfach von alleine mit. Was zum Teufel? Oh. Oh, Baby.
Ich mache es einfach gar nichts. Okay, hier muss ich. Hallo? Fuck, ich kann selbst gar nichts machen? Okay, das ist shit. Alter, ich kann dir die Schätze nicht holen. Du willst mich doch verarschen. Okay, 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 okay. Das ist crap. Ich meine, es ist geil, dass wir nichts machen brauchen, aber es ist schon ziemlich blöd, dass wir halt die Schätze nicht bekommen und die möchte ich halt schon bekommen. Ja, guck dich das mal an. Es sind lauter Schätze dabei. Und auch wenn die Schätze nicht so hardcore sind, ist es trotzdem, Alter. Jetzt haben wir einfach zwei Schätze verkackt. Und Barsch, okay. Klatschen wir wieder ran. Und jetzt wette ich, kommt wieder ein Schatz. Was wollen wir wetten? So typisch Spiel. Ich mach nix, ich klick nicht. Es geht von alleine. Oh, eine normale Seegurke. Das doch mal einfach. Sehr cool. Wie gechillt das einfach ist. So. Höhenpatrouille. Ich muss noch mal hochgehen. Ich muss zur Mine. denn wir müssen noch das Feuer. Wie ist es? Feuer, Feuerquarz holen für Emily. Es gibt zweimal lila, Alter. Richtig gut. Minus 65 Energie. Okay. Läuft bei dir. Wir müssen den Rest jetzt noch den Unimus geben. Ich muss das vor den Unimus geben. Also ich will es vor den Unimus geben, sagen die so. Müssen tue ich gar nichts. Aber wir machen das jetzt einfach. So. Oh, den Glasaugenbarsch hätten wir auch gebraucht. Verdammt. Den hatten wir nämlich ein paar Mal schon. Damn, son. Okay. Gut zu wissen. Wenigstens schließen wir hier jetzt noch ein Bündel ab. Das war, warte, das war die Speisekammer, oder? Ach, wir schließen es noch nicht ab. Okay. Aber bald haben wir auch die Süßkartoffel und den Kürbis. Dann haben wir das Herbst-Package abgeschlossen. Es läuft. Es läuft. Wenn es so vorangeht, dann schaffen wir es wirklich unter 100 Parts, dass wir die Unimus fertig haben. Ich gehe mal stark davon aus. Haha. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das Feuerquarz bekommen und noch ein paar Geister killen. Ich weiß zwar nicht, wie das zählt, aber... Tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht. Okay. Verstehe. So, wir gehen ein bisschen weiter runter. 95. Ja. Und der
Goldspitzhacke schaffen wir sicher alle Steine hier mit einem Hit. Also mit einem Hit. Easy. So. Ja, die Mine erkunden ist halt wirklich so essentiell in dem Game. Hier gibt es halt so viel zu holen. Komisches Brötchen haben wir erhalten. Können wir ruhig eigentlich erstmal was snacken. Ja, jetzt wirklich mal das essen. Mehr Glück. Für ein Golderz gehe ich da nicht runter. Das sind voll viele Pilze. Na gut. Einfach alles doppelt. Alles klar. Wieso bin ich voll? Achso. Kannst du weggehen? Das sind so viele Pilze. Richtig gut. 2, 3, 4, 5. Ja, die Drop Rate ist richtig gut hier. Bin fast tot, ey. Ja, hier geht's eh runter. Ja, wenn hier die Welle anfängt, dann gehen wir. So. Checkt man die Mitte noch aus. Kann ziemlich viel wertvoller Stuff drin sein. Fuck, ich bin tot! Oh nee! Ich habe dich ohnmächtig in den Minen gefunden. Ich glaube, ich habe mir beim Tragen den Rücken verrissen. Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Oh, damn! Oh, ich habe wohl 500 G verloren und 2 Gegenstände aus meinem Rucksack verloren. Alter. Okay, es ist mir egal. Ich dachte gerade, es ist irgendwie so meine Spitzhacke weg, Alter. Blut einfach. Was snaggen wir denn? Ich kann so eine Füllung nehmen. Zack! Wieder alles geheilt. Und gleich wieder rein. Gleich wieder rein in die Uzi. So, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Schleim uns noch so viel Schaden zufügt. Das war ein bisschen too much. Aber hey, die Death Animation haben wir ja auch mal sehen müssen. Das ist vielleicht eh nicht schlecht. Ich meine, es ist schlecht.
Wir haben Gold verloren und alles. Aber hey. Ich hätte gern noch die Boxen aufgemacht in der Mitte von dieser Spirale. Komm, stirb. Zack! Ist eigentlich wirklich gut, dass nur unnötiges Zeug verloren ging. Ja, ich glaube, wir gehen zurück. Mine verlassen. Mine verlassen. Da haben wir auch von der Mine mal eine aufs Maul bekommen. Aber hey. Kann passieren. Kann passieren. So. Da verkaufen wir mal alles. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viel wir bekommen. Im ganzen Zeug. Ich verkaufe hier auch mal die neuen Pilze. Wieder keine Kohle, verdammt. Das ist mühsam. Naja, kann nichts machen. Aber hey, ah, den Rubin haben wir hier noch. The Ruby. Zack, zack, zack. Alex haben wir schon gesprochen. So. Ab ins Bett mit uns. Gucken wir uns an, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Es wird eine Menge sein. Es wird eine ordentliche Menge sein. Ja. Level up. Minenarbeitsstufe. Spitzhackeneffektivität plus 1. Megabombe. So, jetzt geht's richtig ab. Okay. 40 G bekommen wir für einen. Okay. Morchel. 150. Okay. Ja, ist nicht wenig. Ist nicht wenig. Das passt schon. So. Der Fortschritt wurde gespeichert und es ist wieder ein regnerischer Tag. Der Kirschbaum konnte letzte Nacht nicht wachsen. Ja, muss man sich angucken, wieso der nicht wachsen kann. Aber das machen wir im nächsten Part, denn es ist schon wieder zu Ende. Liebe Leute, lasst gerne eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Ja, und checkt wie immer die Videobeschreibung aus. Da ist ein Discord-Link drinnen. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu meinem Discord-Server. Könnt ihr gerne beitreten und dann verpasst ihr keine Videos oder Streams mehr. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch was und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, ciao!